Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Infraspace. In der letzten Folge waren wir ja dabei, hier die grüne Forschung zu bauen und den Spaß hier heroben. Aber, wie wir jetzt halt hier sehen, ja, sind wir zwar im Positiven, aber irgendwie kommt hier nur wenig rein. Joa, ich denke, darum werden wir uns mal kümmern. In der Zwischenzeit können wir hier die Einbahnstraße mal erforschen, die jetzt natürlich hier angeliefert wird. Sehr gut. Also früher oder später müssen wir hier eh mal ein klein wenig daran arbeiten, wie was wo hingeliefert wird. Diagramm, nein. Stadtstufe. Ja, wir sind ein bisschen davon entfernt, auf 300 anzuwachsen, was aber kein großes Thema ist. Wir haben hier eh schon vorgebaut, sag ich jetzt mal. Kann nur sein, dass wir hier aktuell ein klein wenig zu wenig bauen. Nee, wir bauen eigentlich von allem genügend. Ich denke, wir werden recht schnell aufsteigen. Schauen wir hier mal rein, was fehlt hier? Hausgeräte. Das ist aber okay. Ich finde immer noch ein bisschen doof, dass ich nicht weiß, wie viel das jetzt halt hier baumaterialmäßig gelagert ist. Oder ob es hier eine Obergrenze gibt oder nicht. Oder was hier ist. Naja, genau, hier wird, ach ja, das ist neu, es gab ein Update. Hier wird genau in, also in Kommazahlen jetzt angezeigt, wie viel das da ist. Sauerstoff 9,12 und es wird pro Minute 0,6 verbraucht. Das wurde jetzt in einem kleinen Update eingefügt. Fand ich relativ cool eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und hier Hausgeräte fehlen hier. Was mich ein klein bisschen wundert. Kann aber auch sein, dass die halt einfach hier nicht rauskommen. Also ich hoffe mal schon, weil die arbeiten ja alle auch recht schön effizient. Es wurde übrigens der erste Zug gezeigt. Das Modell steht. Es ist aber noch keine Funktionalität dabei. Aber er schaut cool aus. Also mir gefällt er sehr gut. Gießstraße, das hier. Okay. So. Die Frage ist, was wir hier jetzt machen. Eigentlich würde ich das hier gerne machen. Und dann so. Einfach damit wir noch ein bisschen Platz haben. So, ich hoffe mal, dass es vom Sound her, mir kommt das irgendwie ein bisschen leise vor. Jetzt wartet mal. Ich glaube, jetzt ist es besser. Hoffe ich zumindest. Ja, die Soundeffekte habe ich ein bisschen nach unten geschraubt. Genau. Okay. Ah, Einbahnstraßen sind fertig. Ich habe hier aber nichts mehr, was ich sonst noch bauen müsste, oder? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bin ich mal gespannt, ob wir hier noch irgendwie was hinbekommen. Das schaut schon mal gut aus. Ein bisschen schief ist es schon. Ah, nur ein bisschen. Ja, ist so schön, dann schaut es eben nach einer lebenden Welt aus.
kann man auch damit leben. So, das hier ist die Einbahnstraße, die Einbahn-Betonstraße. Hurra. Und hier ist halt die Frage, ob man nicht irgendwas in der Richtung macht, dass man sagt, okay, wir können hier reinfahren, aber nur hier raus. Was aber irgendwie, Kreisverkehr dann wäre. Stadtaufstieg, hurra! Wir sind Level 3. So. Hier können wir eventuell noch ein bisschen gerader werden. Gut. So. Und jetzt kommen wir auch zu dem Zeitpunkt oder zu dem Punkt, wo ich war. Mit meinem ersten Playthrough sozusagen. Wir können jetzt halt hier Aluminium abbauen. Aluminiummine, große Gebäude. Ja, sowas wie Parks werden da freigeschalten. Wir haben Computer. Wir haben ein Umspannwerk. Umspannwerke, sodass du nicht mehr jedes Gebäude mit Strommasten versorgen musst, was auch okay ist. Motoren, Motorfabrik. Vierspurige Straße. Straßen. Hier ist irgendwie so ein bisschen das, wo ich gerne hinwollen würde. Aber ich denke, wir werden nicht darum rumkommen, erstmal Computer zu erforschen. Die Frage ist, was wird hier als nächstes benötigt? Computer und Park. Jetzt ist halt dann halt auch die Frage, wie nah muss der Park dran sein? Wie weit entfernt darf er sein? Das hier einmal, das hier. Gut. Und ich glaube, wir können hier mal ein bisschen schneller machen. Da hier fehlt noch der Strom. Was mich wundert. Okay, hier ist Aluminium. Müssen wir natürlich erstmal suchen, wo wir Aluminium finden. Und jetzt, was machen wir denn? Ich glaube, Umspannwerk als erstes. Ich meine, das ist halt jetzt so ein kleines Ding hier. Das ist wirklich ein kleines. Und wir kriegen hier schon Probleme. Weiß ich ja nicht so recht. Gut. Wir haben hier Iridiumerz, 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 Eisen, Uran, Kupfer, Eisen, hier ist Aluminiumerz, sehr gut. Hier ist Aluminiumerz und hier. Aber hier kann man sich überlegen, wenn irgendwas in der Richtung baut. Wenn man kann hier sagen. Okay, das mag er nicht. So, was sagt er hier? Straße zu steil. Sehr gut. Ich glaube, das macht er auch nicht. Menno, Menno, Menno. Das ist natürlich schon dann eine kleine Herausforderung. Wir können ja von oben starten. Und schauen, was er hierzu sagt. Nee, der lässt mich hier gar keine Brücke bauen. Irgendwie. Habe ich hier noch eine flachere Seite? Nee, nur noch eine steilere. Aber ich kann hier, glaube ich, auch nicht nach oben oder nach unten, oder? Ah, doch.
Ja, dieses Teilstück hier mag er nicht. Ja, ich meine, so steil ist es jetzt hier auch wieder nicht, oder? Schaut vielleicht minimal wie eine Achterbahn aus. So, dann schauen wir doch mal. Hätte jetzt nicht erwartet, dass es so schwierig wird, das hier zu bauen. Nicht schön, aber praktikabel, würde ich mal sagen. Ups. Ah. So. Wie schaut es aus, forschungstechnisch? Wir brauchen noch ein bisschen. Aber hier ist zumindest mal die Straße erledigt. Was wir dann hier natürlich auch machen können, ist noch mehr anzubinden. Die Frage ist, ne? Kann ich hier? Ich hätte keine Kurve. Dann habe ich das mal erledigt. Was man sich dann natürlich überlegen kann, ist, dass man sagt, okay, ich fahre auf jeden Fall hier noch vorbei. Die Frage ist, ob halt sowas wie ein Kreisverkehr, ob es der bringen wird. Forschung abgeschlossen, hurra. Hier haben wir nämlich Eisenerz. Wäre cool, wenn man sowas wie einen Tunnel bauen könnte. Dann könnte ich jetzt sagen, hä? Nee. Macht er nicht, schade. Ich meine, hier kann ich halt irgendwie außen rumfahren, hier rüber oder so. Wir dann als nächstes Computer. Lass mal Computer erforschen. Und hier im Stromnetz. Oh yeah. Ja, das rentiert sich tatsächlich. Kann ich das hier hin? Ah, geht gerade nicht hin. Okay. Jetzt müssen wir das alles nur noch mit Strom versorgen. Oder das können wir abschalten. War ja nur temporär. Sehr gut. Was haben wir hier? Eine Computerfabrik benötigt Chips, Aluminium und Mikrochips. Mikrochips benötigen. Das ist Sand, glaube ich, oder? Kann ich doch hier bestimmt nachschauen. Genau, das ist Schwefel. Sand. Okay. Also Mikrochips.
Ich würde mal fast sagen, dass wir das hier einfach hinbauen. Okay. Alle 32 Sekunden zwei Stück und er benötigt alle 60 Sekunden zwei Stück. Das heißt, mit zwei von denen kann ich eins von denen, von den kleinen Mikrofabrik. Aha. Ja, das passt soweit. Was braucht man denn hier noch alles? Wir brauchen auf jeden Fall Strom. Ich meine, das können wir ja irgendwo hier hinbauen. So, irgendwo in der Richtung. Nicht mit dem Stromnetz verbunden. Wäre halt gut, wenn das irgendwie hier herum auch noch wäre. Ne, leider nicht. Okay. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Eisen. Und... Oh, was, was? Oh. Ja, ist klar, dass die jetzt halt hier rauskommen. Irgendwo. Was haben wir hier alles? Wir brauchen auf jeden Fall eine Sandmine. Oder zwei oder drei. Wie viel Sand? Ich würde jetzt einfach mal zwei Stück hier hinbauen. Mal bis hierhin. Einfach nur, damit es schon mal da ist. Und hier. Ja, ich hoffe, dass die halt jetzt halt hergehen und sagen, hey, pass mal auf, ich habe ja hier Kupferminen. Das reicht mir. Ich meine, ich habe ja viele Kupferminen. Und hier brauche ich dann jetzt noch die Mikrochipsfabrik. Wenn ich jetzt hier zwei Stück habe. Okay. Die zwei können insgesamt vier von diesen Fabriken hier supporten. Oh, lecker. Jetzt habe ich gleich ein Problem, glaube ich. Straßenanbindungstechnisch. Und? Ne, geht. Sehr gut. Geht. Das freut mich. So, Sand haben wir hier. Das sind 1 alle 12 Sekunden. Ich brauche 1 alle 60 Sekunden. Beziehungsweise 1 alle 15 Sekunden. Was voll und ganz okay ist. Gut. Dann bauen wir hier noch Eisenminen. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Und dazu benötigen wir auch ein Trafohäuschen. Genau dieses Teil hier. Bauen wir einfach mal hier hin. Gut. So, jetzt ist zumindest mal der Teil 1 erledigt. Und jetzt brauche ich alle 80 Sekunden. Ein Aluminium. Okay. Ja, hier ist halt die Problematik. Die bringen halt den Sand jetzt von irgendwo her. Mal schauen, dass wir das irgendwann mal in den Griff kriegen. Ich meine, viele der Probleme, die wir hier haben werden, denke ich mal, werden einfach Probleme sein, die wir selber verursachen. Das. Jetzt halt die Frage, wie viel Strom braucht ihr? Nicht allzu viel. Ich
Reicht das an Strom? 40 Megawatt, 18 werden verbraucht. Das reicht. Und hier. Forschungslabor haben wir. Computerfabrik. Echt jetzt? Okay. Ich glaube, da kann ich schon mal eventuell das ein oder andere hinbauen. Okay. Und weil es ja Spaß macht, bauen wir hier auch noch eine Chipsfabrik hin. Beziehungsweise zwei. Genau. Das einzige ist, dass mit dem Sand noch so ein bisschen. Ach ne, Schwefel. Ne, Kupfer und Eisenerz. Das hier ist alles Eisenerz. Huh. Okay. Schauen wir mal. Hier wird, das ist Kupfer, gell? Ja. Kupfer. Also Aluminium, oh Gott. Kupfer, Aluminium, Eisen. Nee. Ich glaube, jetzt haben wir hier das schon mal alles soweit geklärt. Wie schaut es mit der Produktion aus? Alles noch im grünen Bereich. Die Frage ist, ob die ersten eventuell schon... Nein, kein Computer. Wir brauchen aber Park auch noch, also... Okay. Große Gebäude. Mal schauen, vielleicht kriegen wir den Park tatsächlich noch unter. Mich würde bloß einfach mal interessieren, welche Range das der hat und tatsächlich, was ich dafür produzieren muss, weil er sagt hier, er produziert alle 4 Sekunden eins. Eins was? Eins Pack. Müssen wir mal schauen. Naja, wenn man sich das mal anschaut, wir haben jetzt ein bisschen was gebaut und es ist noch nicht mal ansatzweise groß. Also das wird echt riesengroß. Wird dann halt echt sein, wenn wir mal alles so ein bisschen freigeschalten haben, dass wir dann anfangen und sagen, okay gut, in dem Bereich hier wird alles komplett nur für Chips sein. Dort wird für das und das sein und dafür das und das. Braucht natürlich auch ein großes Straßennetzwerk. Also ich bin auf jeden Fall heiß auf die Serie hier. Okay, dann machen wir das mal. Das heißt, wir produzieren alle 4 Sekunden eins Park. Und das wird dann halt einfach ausgeliefert? Ja, hier. So. Okay. Die am Computer? Die am Park. Irgendwann treffen sie sich hier in der Mitte. Die in der Mitte werden dann die Ersten sein, die alles haben. Okay. Kann ich mir den Park jetzt hier anschauen? Ah ja. Okay, wir machen 0,25 Park pro Sekunde und wir brauchen das Doppelte. Was okay ist. Und dann kann ich einfach hier hingehen und kann sagen, produziert Park. Jetzt sollte ich mehr haben, als ich brauche tatsächlich. Die Frage ist nur, es ist wieder Verkehr. Ja, dieses grüne Auto hier bringt das hier Park hin. Okay. Ich dachte, dass die Leute zum Park gehen und nicht der Park zu den Leuten. Aber was weiß ich schon. Schaut sonst ver... Ja, sonst schaut es recht gut aus aktuell noch. Verkehrstechnisch. Naja. Gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns zu einem der nächsten Videos. Bis dahin, mein Name ist Erakol. Ciao.